Dass die Panita und die Sushi nicht mitgekommen sind, ist falsch, schon schade, Leopold. Ist sie nicht ausgegangen, Oma? Aber warum ist denn gerade herausgegangen, die Panita? Ausgegangen ist es sich nicht. Ja, die Panita spricht halt jetzt ein bisschen Deutsch und versteht, was der Leopold den ganzen Tag für einen Schmand daherredet. Und weg war sie. Oh, jetzt, Ludwig, gib das her. Ist denn das Fleisch hier auch alles frisch? Wenn sie herlangen, können sie gar nicht den Puls fühlen. Ludwig, sagen Sie Ihren Kopf, dass wir mich hier loslassen. Auf der Stelle. Oh. Das ist ein französischer Tollpudel. So ein Rasshorn kostet mehr, als sie jemals verdient werden. Was war jetzt das für ein Gefährt? Mercedes heißt's. Wenn die ein Auto wäre, die wäre ein Ferrari. Wieder schauen. Und während die Mary und die Kids weg sind, werde ich den Ferrari starten. Fotografieren Sie hier unsere Kinder? Das handelt sich um ein Missverständnis. Der junge Mann fotografiert mich. Hakenbomb kaputt! Kann der Herr Kranführer den Unfallhergang vielleicht ein bisschen genauer schildern? Ein mieses Karma haben die Neuhofers. Du, das magst du nicht einmal geschenkt. Wer jetzt? Eberhofer, mir ist so angekommen, dass Sie schon wieder ermitteln. Haben Sie schon wieder Mordfantasien? Ich führe doch nur Ihren Auftrag aus. Meinen? Haben Sie was eingeworfen? An Ecstasy? Oder was? Obacht, gell? Sie verrennen sich da in was. Jeder Unfall ist gleich ein Mord. Ich will da eine anständige Spurensicherung. Und ich hätte gerne ein Sektfrühstück mit der Christine Neubauer. Dann schauen wir mal, wer das Glück hat. Drei Viertel einer Familie ausgerottet in kürzester Zeit. Hammer, oder? Aber war schon echt ein Dreifachmord. Gratuliere zum Triple. Sie sehen Gespenster, Eberhofer. Es gibt keinen Neuhofer Fall. Ende der Diskussion. Susi, jetzt wart halt. Oh mein, Susi. Du bist ein Schwein, ein Hinterfotziges. Psst. Sag doch her, was du angelegt hast! Wir sind plötzlich da hochgefahren wie eine angehängte Sau. Keine Sterne in der Tee. Ey, Flötzinger, ist alles klar?